Werte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte tatsächlich noch mal dafür werben, dass Sie den Beschluss zu Stuttgart 21 überdenken, dass Sie verhindern, dass da viele Milliarden unsinnig vergraben werden. Tatsächlich glauben wir nämlich nicht, dass virtuelles Geld in Massen zur Verfügung steht. Wir wissen, dass das Geld knapp ist. Und genau deshalb muss man diesen Beschluss überdenken. Es ist doch auch völlig Unsinn, dass Großprojekte auf jeden Fall durchgezogen werden, wenn irgendwann mal vertragliche Grundlagen geschaffen worden sind, die auf völlig falschen Grundlagen, auf völlig falschen Fakten beruht haben. Wir haben Wackersdorf nicht gebaut, Kalkar, der schnelle Brüter, ist nicht in Betrieb gegangen, weil die Grundlagen sich geändert haben. Und das gehört doch zu politischen Vermögen, dass man erkennt, dass sich Verhältnisse verändern. Und ich will Ihnen mal sagen, es hat von Anfang an begründete Skepsis gegen dieses Projekt gegeben. Vor 14 Jahren ist da schon ein Büchlein erschienen, wo wunderbar ganz vieles zusammengefasst worden ist. Und es hat allerdings auch eine Menge Versprechungen und Vorstellungen gegeben, was es Tolles gibt. Aber in den letzten Monaten sind eine ganze Reihe von Fakten auf den Tisch gekommen, die bisher unter Verschluss gehalten waren. Und deshalb ist es ja überhaupt nicht, die bisher unter Verschluss waren. Ich spreche noch davon. Deshalb ist es überhaupt nicht ehrrührig, wenn man seine Meinung ändert. Im Gegenteil, das ist eigentlich das Vernünftige. Der vernünftige Verstand und erst recht der politische Verstand gebietet, dass dann die Meinung geändert wird. Ich will übrigens auch noch mal was zum Rechtsstaat sagen. Der kennt auch das Prinzip von Treu und Glauben. Und dieses Prinzip ist verletzt worden. Ich fange mal, wer vor dem Hintergrund Augen zu und durch will und wie die Kanzlerin sagt, das wäre standfest, der irrt. Das ist nicht standfest, sondern starrsinnig oder sogar suspekt. Im Oktober 2008 hat schon der Bundesrechnungshof eine Fundamentalkritik an dem Projekt auf den Tisch gelegt und hat gesagt, Stuttgart 21 muss als Projekt des Bundes anerkannt werden und unter parlamentarische Kontrolle. Das haben Sie ignoriert. Die Deutsche Bahn AG hat beschlossen, dass jetzt der Bau losgeht. Und ich will Ihnen mal sagen, seit dieser Bau losgegangen ist, gibt es jede Woche eine Demonstration, jeden Montag, Montagsdemonstrationen. Ich glaube, das Wort haben Sie schon mal gehört. Das waren am Anfang zwei Leute. Im Februar war ich dort, da waren 2000 auf der Straße. Vor vier Wochen, das ist ja nicht die Linke, die das macht, sondern das ist die Bevölkerung von Stuttgart. Gehen Sie doch einfach mal hin und gucken Sie sich an, mit welchen Leuten Sie es da zu tun haben. Als ich vor 14 Tagen da waren 20.000 Leute. Da hat der Prälat von Stuttgart gesprochen, der evangelische Prälat. Der hat das Projekt mit dem Turmbau zu Babel verglichen. Das sollten Sie sich einfach mal überlegen, was das bedeutet. Dann hat am 8. Juli der Stern berichtet über ein Gutachten, das die Landesregierung vor zwei Jahren in Auftrag gegeben hatte, aber eben zwei Jahre unter Verschluss gehalten hat. Da ist die Rede von hohem Stabilitätsrisiko. Da wird von geringer Gestaltungsmöglichkeit des Fahrplans gesprochen und konkret nachgewiesen, dass der Schienennahverkehr sich verschlechtern wird durch das Projekt. Und deshalb heißt es am Ende dieses Vertrages wörtlich, aufgrund der Brisanz der vorliegenden Resultate ist absolutes Stillschweigen erforderlich. Ich bitte Sie, das ist doch unverantwortlich, da können Sie doch nicht von Demokratie reden. Am 11. August hat dann das Bundesumweltamt seine Studie zur Entwicklung der Schieneninfrastruktur vorgelegt und die Verfasser meinen, dass Stuttgart 21 umgehend gestoppt werden müsste, weil es nämlich kein Nadelöhr beseitigt, sondern neue schafft. Zwei Tage später lässt Grube das erste Loch in den Nordflügel des Bahnhofs reißen. Die Folge davon sind Menschenketten und spontane Straßenblockaden. Sie müssen sich mal Ursache und Wirkung vor Augen führen. Am 26. August bringt der Stern ein Interview mit dem berühmten Architekten Frei Otto, der übrigens diesen unterirdischen Bahnhof mal entworfen hat. Der Architekt befürchtet ein schlimmes Baudesaster, nachdem er die geologischen Untersuchungen gesehen hat, die nämlich auch nicht veröffentlicht worden sind. Und er sagt, man muss jetzt die Notbremse ziehen. Und über die Kostensteigerung muss ich gar nicht mehr sprechen, weil dazu hat der Kollege Binne Herrmann geredet. Die Bürgerinnen und Bürger im Schwabenland,
Die sind über diese Expertisen und Argumente bestens informiert. Das ist überhaupt kein Kommunikationsproblem, was wir da haben. Die Bürgerinnen und Bürger fragen sich mit Recht, warum dieses Projekt auf Biegen und Brechen durchgezogen werden soll. Warum die Alternativen, die vorliegen, systematisch ignoriert und weggewischt werden, obwohl sie kostengünstiger sind. Sie müssen sie sich mal angucken. Wir reden darüber. Lassen Sie uns darüber im Parlament reden. Die fragen sich, warum sich Bahnchef Grube wie ein Rambo gebärdet und einen intakten Bahnhof zerstört, der übrigens den Preiswettbewerb für den pünktlichsten Bahnhof zusammen mit Leipzig gewonnen hat. Frau Kollegin. Und die fragen sich natürlich auch, warum Ministerpräsident Mappus eigentlich seine Präsidentschaft da aufs Spiel setzen will. Ich will Ihnen, wollen Sie mir sagen, dass meine Zeit zu Ende ist? Okay. Die fragen sich natürlich auch, ob ein Grund ist, dass Bilfinger und Berger in diesem Beirat sitzen. Die fragen sich, ob ein Grund ist, dass die Bahnvorstände aus der Automobilindustrie kommen. Jedenfalls befürchten sie, dass die Verantwortlichen für dieses Projekt so verstrickt sind und so bestochen, dass sie nicht mehr zurückkehren können. Die Leute begreifen nicht, was hier abläuft. Die Mehrheit der Menschen in Baden-Württemberg hat dafür kein Verständnis. Dieses Schild hier. Ich zeige es Ihnen mal, damit Sie es erkennen. Das hängt inzwischen in Stuttgart überall, in den Wohnblocks, wo die einfachen Leute wohnen, aber auch in der Halbhöhenlage, wo die Architekten, die Künstler, die Lehrerinnen und Lehrer. Aber Frau Kollegin, Sie sind nun wirklich weit über Ihre Redezeit. Die ehemaligen CDU-Wählerinnen und CDU-Wähler. Die Leute sind nicht einfach gegen irgendwas. Die Leute kämpfen für Ihre Stadt. Also ich entziehe Ihnen jetzt das Wort. Und es ist höchste Zeit, dass der Bundestag und im Übrigen, Sie dabei unterstützt. Und im Übrigen schließe ich die Kollegen, die mit T-Shirt hier den Plenarsaal jetzt glauben, bereichern zu müssen, vom weiteren Verlauf der Sitzung aus. Sie verlassen bitte unverzüglich den Plenarsaal.